sehen hier sinnbildlich für die Offensivaktionen der alten Dame. Dieser Pass hier wundervoll und der Abschluss eiskalt, 2:0. Karim Belomo in der 45. Spielminute und das ist hochverdient zu diesem Zeitpunkt. Die Hertha bärenstark vor heimischer Kulisse. Allein dieser Pass hier von Guram überspielt 3-4 Gegenspieler und der Abschluss dann auch wirklich exzellent. 2:0 für die Hausherren. Sparta führt die Berlin-Liga an. Erster Platz nach 24 Spielen und wir sehen hier heute, warum schon einige höherklassige Teams wurden aus dem Pokal geworfen, weil die Schüsse einfach sitzen. 3:1, Miloš Stojković. Der Ronaldo-Jubel ist einstudiert und er sei ihm in diesem Moment auch gegönnt. Bei diesem Schuss stimmt einfach alles. Und plötzlich ist da Platz zum Konter. 2 gegen 2, wenn sie es schnell ausspielen. Auf rechts kommt noch Taha Idrisoglu dazu. Der hat freie Bahn und dreht dieses Spiel. Ein Konter wie aus dem Bilderbuch. Der Außenverteidiger wird da völlig ungedeckt gelassen. Timo Habeck im FSV-Tor ist dann machtlos. Eine Sache für Kamari. Bilal Kamari, was ist das für ein Supertor? Praktisch im Alleingang dreht Kamari dieses Spitzenspiel und das mit einem fantastischen Freistoßtreffer. Da kann Max Werning nur sehnsüchtig hinterher schauen. Vielleicht klappt es ja mal über einen Standard. Sandro lächelt, der kann das aus so einer Distanz. Und wieder das kann. Wormatia ist wieder vorne. Sandro lächelt mit einem absoluten Traumtor. Auch wenn man sagen muss, so ganz unhaltbar sah der nicht aus.